Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Es ist einer der bekanntesten Romane der traditionellen Krimiliteratur, Der Hund von Baskerville. Sherlock Holmes und Dr. Watson bekommen es da mit einem angeblichen Fluch zu tun. Diesen Stoff brachte vor rund 1,5 Jahren die Kulturfabrik Berching als Theaterstück auf die Bühne. Schon bald hatte es das Ensemble aber nicht mit dem Fluch von Baskerville, sondern mit einem ganz anderen Fluch zu tun. Bei den ersten paar Aufführungen vom Hund von Baskerville zog zwar kein typischer Londoner Nebel über Berching auf, allerdings bereits die dunklen Wolken der nahenden Pandemie. Und so musste das Ensemble nach der Premiere im März 2020 einige der Vorstellungen absagen. Was natürlich nach der ganzen Proberei nicht leicht zu verkraften gewesen ist. Aber wir sind drüber weg. Nicht wahr, Sherlock? Christian? Elementar, mein lieber. Ja, wir sind drüber weg. Nun, da Kulturleben wieder mit Beschränkungen möglich ist, nimmt man in der Kulturfabrik das Theaterstück erneut auf. In der Geschichte werden Holmes und Watson zu Sir Henry Baskerville gebeten. Auf der Familie liegt angeblich ein Fluch. Zuletzt wurde Henrys Vater von einem dämonischen Hund im Moor getötet. Sherlock glaubt jedoch an Mord und es gibt jede Menge Verdächtige. Wir müssen morgen früh sofort handeln, denn nichts ist schlimmer und gefährlicher als ein Mörder, der in die Enge getrieben ist. Auch in dieser Inszenierung ist der Meisterdetektiv hochnäsig und genial zugleich. Sie könnten recht haben. Oh ja, Watson. Vieles spricht dafür. Sherlock Holmes wurde bereits unzählige Male auf Bühne und Leinwand zum Leben erweckt. Letztendlich findet aber jeder Darsteller seinen eigenen Zugang zu der berühmten Figur. Also Vorbilder habe ich mir jetzt eigentlich keine direkten genommen. Ich habe das Ganze versucht, ein bisschen arrogant, hochnäsig, unsympathisch rüberzubringen. Ich glaube, es liegt mir ganz gut. An den kommenden Wochenenden ist Der Hund von Baskerville noch an einigen Terminen in der Kulturfabrik zu sehen. Und natürlich hofft das Ensemble, bald auch wieder neue Stücke einstudieren zu können. Bloß so viel, es wird bestimmt nicht der eingebildete Kranke. Ja. Und auch der Frosch mit der Maske steht nicht zur Diskussion. Man hat zwar die Zwangspause genutzt, um die Baskerville-Inszenierung zu überarbeiten, doch nach wie vor ist das Stück eine gelungene Mischung aus Spannung und befreiendem Gelächter. Und nun möchten wir Sie auf den neuesten Stand bringen und haben aktuelle Meldungen aus Stadt und Landkreis Neumarkt kompakt zusammengefasst. Hier ist unser Überblick. Im Fall des Messerstechers, welcher in einem fahrenden ICE bei Solbersdorf ohne erkennbaren Grund 4 Menschen verletzt hat, wurde ein terroristischer Hintergrund bislang ausgeschlossen. Bei weiteren Ermittlungen in der Wohnung und auf der Facebook-Seite des festgenommenen 27-jährigen Syrers fanden die Beamten nun allerdings islamistisches Propagandamaterial. Kurz nach der Tat wurde bei dem Mann eine paranoide Schizophrenie festgestellt. Ein am Fall unbeteiligter psychiatrischer Gutachter bezweifelte jedoch in einem Zeitungsinterview diese Einschätzung. Die Aussage des Mannes bei seiner Festnahme, er sei krank und brauche Hilfe, passe üblicherweise nicht zu Schizophrenie-Patienten. Das Neumarkter Schlossbad öffnet am Samstag dieser Woche um 11 Uhr seine Pforten. Mit einem kleinen Festakt wird zunächst der Bade- und Rutschbereich für die Öffentlichkeit freigegeben. Eine große Eröffnung soll erfolgen, wenn auch die Handwerksarbeiten im Gastronomie- und Wellnessareal abgeschlossen sind. Da eine Fertigstellung dieser Bereiche unter anderem aufgrund von Materialengpässen nicht terminiert werden kann, entschlossen sich die Stadtwerke zu einer Teileröffnung der Freizeiteinrichtung, um im Winter Badbetrieb zu ermöglichen. Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Neumarkter Alpenvereins an diesem Wochenende wurden nun angesichts der aktuellen Corona-Lage abgesagt. Die ursprünglich geplanten Jubiläumsaktionen mussten bereits schon einmal von 2020 auf 2021 verschoben werden. Die Veranstaltungen hätten im 2018 neu errichteten DAV-Kletterzentrum stattfinden sollen. Dieses bleibt unter den jeweils geltenden Hygienevorschriften geöffnet. Mit seinen rund 6.500 Mitgliedern ist der Verein der mitgliedstärkste in der Region.
Wir machen jetzt eine kurze Pause und danach geht es um ein Projekt, das hier in der Ortsmitte von Sengenthal entstehen soll, aber nicht nur die Anwohner in der Ortsmitte beschäftigt. Außerdem gibt es einen neuen Blumenstrauß der Woche und die Wetteraussichten. Bis gleich. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden. Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Sie wollen, dass die Kröten zu Ihnen kommen? Dann wird es Zeit zu werben. Mit das Örtliche. Denn bei uns führt fast jede zweite Suche nach Unternehmen zu einem Auftrag oder Kauf. Mehr Informationen finden Sie auf dasörtliche.de/werben. Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was. Wir machen immer etwas mehr als nötig. Jura Clean in Neumarkt. Gebäudereinigung, Raumpflege, Hausmeister und Winterdienst. Mehr Infos unter jura-clean.de. Neumopoly, das Weihnachtsgewinnspiel von Aktives Neumarkt. Immer wenn Sie in einem teilnehmenden Geschäft oder Restaurant etwas kaufen, erhalten Sie einen Aufkleber für den Straßenzug, in dem es liegt. Sobald Sie auf dem Spielscheinaufkleber für alle Straßenzüge gesammelt haben, können Sie bei uns Preise im Wert von über 10.000 Euro gewinnen. Neumopoly. Spielscheine gibt's kostenlos bei den teilnehmenden Geschäften und Lokalen. Willkommen zurück. Entsteht hier in der Ortsmitte von Sengenthal bald eine neue Bürgerhalle? Diese Frage beschäftigte bereits den Gemeinderat und die Anwohner haben sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Angedacht ist nicht nur ein Veranstaltungsort für bis zu 300 Personen, sondern auch ein Gebäude, in dem die kulinarische Nahversorgung umliegender Einrichtungen erfolgen kann. Im Ortskern von Sengenthal passiert auf relativ wenig Platz relativ viel. Rund um den großen Betonkubus der Filialkirche St. Elisabeth gruppieren sich unterschiedliche Einrichtungen, von der Bibliothek bis zum Bürgermeisterbüro. Wir haben in dem Bereich zwei Kindergärten, eine Kinderkrippe und die Grundschule. Die Parkplätze, die zur Verfügung stehen, werden überwiegend durch Lehrpersonal und Erzieherinnen belegt. Und man kann sich vorstellen, welches Chaos tagsüber zumindest besteht, wenn die Kinder in die Schule und in den Kindergarten gebracht werden. Es war eines der Wahlversprechen von Bürgermeister Brandenburger, hier eine Lösung zu finden. Die Idee sieht aktuell so aus: ein zweistöckiges Gebäude mit Tiefgarage, unterirdischer Küche zur Versorgung der umliegenden Kindereinrichtungen, darüber ein Foyer sowie Zimmer für Bürgermeister- und Gemeinderatssitzungen und ein multifunktional nutzbarer Saal für 300 Personen oder mittagessende Kinder. Diese Vision ließ die Gemeinde in einer Machbarkeitsstudie prüfen. Am Ende kam eben diese Variante heraus, dass im Bereich des Schulsportplatzes die Tiefgarage mit einem darüberliegenden Bürgersaal, Gemeindesaal, wie man den auch immer bezeichnen mag, wohl die sinnvollste Lösung wäre. Die Kinder könnten dann nicht nur in drei Klassenzimmern zu unterschiedlichen Zeiten essen, sondern die müssten lediglich diese, ich sage mal, 30, 40 Meter über den Pausenhof gehen und könnten dann die Schulkinder gemeinsam das Mittagessen einnehmen. Wie erwartet ruft ein solches Großprojekt nicht nur Befürworter auf den Plan, sondern auch Gegner. Beide will die Gemeinde Sengenthal nun an einen Tisch bringen, zumindest virtuell. Seit Montag kann auf sengenthal.de über das Projekt diskutiert werden. Da wird es also nicht nur heißen, bist du für den Bürgersaal oder bist du gegen den Bürgersaal, sondern da gibt es also erweiterte Abfragen, welche Notwendigkeiten und Bedarfe siehst du und eine Bewertungsmatrix von 1 bis 5. Eine neue Halle schafft aber noch kein vielfältiges Kulturleben. Es braucht immer auch Menschen, die ein Programm auf die Beine stellen. Mich hat zum Beispiel eine alte Dame angesprochen, die sagt, wir würden gerne auch mal einen Spielenachmittag oder Ähnliches durchführen, haben aber keine Möglichkeit und ins Sportheim wollen wir nicht gehen. Also sowas wäre durchaus denkbar und machbar. Es haben auch schon mal ganz lose Gespräche stattgefunden in Hinblick oder in Richtung eines Dorfvereins oder Kulturverein in dieser Art. Da muss man mal sicherlich dann das Ganze intensivieren, dass man sowas vielleicht auf die Beine stellt. Also es gibt ja viele Möglichkeiten.
Längerfristig ist auch im Gespräch, das neu entstehende Zentrum auf ansprechende Weise mit den umliegenden Neubaugebieten, dem Gewerbeareal mit Supermarkt und Tankstelle und dem Bögelweiher zu verbinden. An der jetzigen Bebauungsgrenze, da besteht ein Flurbereinigungsweg, der schon im Besitz der Gemeinde ist, dass wir hier einen Alleeweg bauen, der links und rechts mit schönen Alleebäumen bepflanzt wird, als Fuß- und Radweg von mir aus, um eben die Neubaugebiete dann an das alte Dorf anzubinden. Wir kommen nun zu unserem Blumenstrauß der Woche. Der geht dieses Mal nach Neumarkt. Er wird vergeben von Kollegin Vanessa Forsbach. Und die Empfängerin ist eine Dame, die sich nicht nur als hervorragende Mutter erwiesen hat im Laufe der letzten Jahrzehnte, sondern auch als vorbildliche Nachbarin. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Neumarkt und die Frau Merz hat sich bei mir gemeldet. An wen geht denn der Blumenstrauß? An die liebe Frau Hannelore Kaiser. Und warum hat sie den verdient? Weil sie einfach ein Gutmensch ist und kein Neinsager, hilfsbereit, auch bei den Hundefreunden Neumarkt e.V. in Leer, immer engagiert ist. Dann würde ich sagen, wir verlieren keine Zeit und überraschen Sie gleich mal an der Haustür. Finde ich toll. Prima. Hallo, kommen Sie ruhig raus zu uns. Liebe Hannelore, ich darf dir den Blumenstrauß der Wochen überreichen, weil du ein ganz besonderer Mensch bist. Ach, das ist aber zuverlässig, nett. Engagiert, hilfsbereit. Ach, den hältst du doch auch bei für den Hundefreunden am Markt in Leer immer Einsatz zeigst. Einfach ein guter Mensch. Oh, danke schön. Oh, nett. Oh, danke schön, das freut mich aber. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wir haben gehört, Sie sind vielseitig engagiert. Wie sind Sie da drauf gekommen, dass Sie sich engagieren? Es macht einfach Spaß, immer wieder mal was zu machen und anderen Leuten zu helfen. Und heute auch kochen und backen, tun wir doch gern für den Verein. Plätzchen, Lebkuchen wieder, Stollen machen wir zu Weihnachten. Ja, und meine liebe Freundin Andrea, ach Gott. Das ist nett von dir. Ich würde dich ja gern drücken, aber dann ist der Blumenstrauß wahrscheinlich bloß so die Hälfte. Dankeschön. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Eva-Straße 6 in Neumarkt. Wir befinden uns mitten in der Jahreszeit der laufenden Nasen. Das an sich ist nichts Neues. Wir sind es schon aus den letzten Wintern gewohnt, dass wenn es kalt wurde, unsere Riechorgane stellenweise schneller unterwegs waren als wir selbst. Neu ist in diesem Jahr, dass wir nicht ganz sicher sein können, ob es wirklich nur eine laufende Nase ist oder ob wir nicht aus Vorsicht mal einen Corona-Test machen sollten. Nun möchten wir Ihnen verraten, ob an diesem Wochenende wieder Schnupfenwetter angesagt ist. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Uhr. Das ist die Uhrzeit, um die momentan die Sonne untergeht. So richtig Lust, noch etwas nach der Arbeit zu unternehmen, bekommt man da eher nicht. Es ist also nicht nur die Zeit der laufenden Nasen, sondern auch die Sofazeit. Der Samstag ist der wärmste Tag an diesem Wochenende. Bei Höchstwerten von 8 Grad gibt es bis zu 2 Sonnenstunden. Am Sonntag erwarten uns Temperaturen zwischen 3 und 5 Grad. Der Montag zeigt sich dann ebenfalls bedeckt und wir müssen mit Tiefstwerten von 2 Grad rechnen. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Und das war endlich Wochenende für heute. Wenn Sie möchten, sehen wir uns am nächsten Mittwoch wieder bei einer neuen Folge vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.